Auf den Sandteufel. Oh. Springen hier alle wild durcheinander. Nicht gut. Gut, wir haben hier ein Bett. Oh, es sind 4 Sandteufel. Okay. Vielleicht auch ganz gut, sich erstmal hier auf einen zu konzentrieren. Aber wobei, eigentlich ist das schon ganz gut. Er wehrt sich zum Teil auch von der Seite ab. Immer so der, der am dichtesten dran steht. Das ist vielleicht nicht die eleganteste Kampftaktik. Funktioniert wahrscheinlich auch nur auf leicht. Ah, jetzt eher ja nicht. Ah, so ganz funktioniert tut es gerade nicht hier. Hey. Schon auf den hier vorne, bitte. Aua. Ich vermöbel mich. Reicht nicht mehr. Den und den letzten noch. Komm schon. Jawohl. Und jetzt gibt es den ganzen Ruhm. Also irgendwie hängt das so ein bisschen hinterher. Ich weiß nicht warum. Immerhin wird es angezeigt und zählt. Ja, die Nüsse habe ich bisher auch noch gar nicht benutzt. Einmal zurück zum Bett. Nochmal eine Runde schlafen. Habe ich da etwa eine Muschel übersehen? Unfassbar. Unfassbar. Das geht natürlich nicht. Nichts zu holen. Wer sagt nichts zu holen? Okay. Immerhin eine Perle bekommen. Besser als nix. Und wir warten wieder auf die Sommersonne. Und wieder am Strand entlang. Ich überlege gerade, ob wir wissen, wo Lago ist, aber der wollte ja in die Piratenstadt gehen. Oder als Piratenlager müsste man ja eher sagen, so eine Stadt ist es ja nicht. Ah, ist da hinten auf der Insel vielleicht noch was Schönes? Das endlose Meer. Das ist doch schön. So übel ist es hier eigentlich wirklich nicht. Sogar relativ friedlich. Also keine großbefeindeten Parteien. Gut, ein bisschen die Inquisitoren und die Piraten, aber ich glaube, die necken sich auch einfach nur ein bisschen. Bötchen. Der Kapitän dort. Der Kapitän im Ruderboot. Wir können nach Puerto Sacarico rudern. Das ist interessant. Auch nochmal so ein Schnellreisespot. Aber ich frage mich, warum sollte man das machen? Man kann doch auch so nach Puerto Sacarico rudern. Also schnellreisen. Nettes Gimmick. Mehr dann aber auch nicht. Okay, und hier sind wir dann wieder am Turm. Hier noch einmal durchgucken. In diesem Dschungelbereich. Da hinten sind nochmal Kisten. Und dann können wir eigentlich wieder zurück ins Piratennest gehen. Okay, die Kiste hatte ich schon. Ja, dann sind wir hier wohl wirklich durch. Okay. Dann auf ins Piratennest. So, du bist Morris. Curtis. Na, der hängt doch hier bestimmt irgendwo rum. Nee. Mal gucken. Lago, den müssen wir noch irgendwie erwischen.
Ich bringe dir die Zuckerlieferung. Was war das Problem? Termiten. Große, böse Termiten. Junge, du bist zu gebrauchen. Bring das Zeug gleich zu Alistair. Der wird sich freuen. Ach so. Danach kommst du wieder runter. Dann stoßen wir an und du kriegst deinen Sack Gold. Oh, Sack Gold. Leute, unser Nachschub ist gesichert. Die nächste Runde geht auf mich. Alistair. Wo war Alistair zu finden? Hey. Da ist erstmal Lago. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. So, und zwar möchte ich gerne Schlösser knacken. Ach, das kostet auch 1000. Ja, natürlich kostet das 1000. Habe ich das vorhin überlesen? Mist. Da stand vorhin noch nicht da, oder? Ja. Brauchen unbedingt 1000 Gold für Taschendiebstahl. Später. Und ich möchte auch noch lernen, wie man Affen dressiert. Unfassbar. Aber wir haben nur 500 Gold. Vielleicht hätte ich doch nicht diese blöden, schmutzigen Tricks lernen sollen. Ja, das ist na gut. Alistair hat ja oben gesagt. Dann gucken wir doch einfach mal nach oben. Hier waren wir auch noch gar nicht drin. Vielleicht sollten wir mal speichern. Hallo. Piratengeschichten. Das hier könnte interessant sein. Am nächsten Tag erwachte er mit einem Kater und es fehlte ihm der rechte Stiefel. Da er sich an nichts erinnern konnte, suchte er tagelang vergeblich. Beim nächsten Saufgelage stürzte er vor der Westküste Antiguas über die Reling und blieb verschollen. Der linke Stiefel gilt seither als verflucht. So, so. Euer Quest, der linke Stiefel. Hallo Lola. Lass das, das gehört sich nicht. Ahoi, schöner Mann. Hatten wir zwei schon mal das Vergnügen? Bis jetzt noch nicht. Hui, das sollten wir unbedingt nachholen. Später vielleicht. Ein. Ich weiß nicht, stimmt dir das, wenn ich den nehme? Warum machst du das? Sie fragt nur einmal nach. Ja, ich glaube, so die Diebesrichtung, das gefällt mir. Das gefällt mir tatsächlich. Nee, hier oben ist dann nichts weiter. Ah, hier geht's noch höher. Wen haben wir denn hier? Elia. Lass dich bloß nicht erwischen. Was? Du bist anscheinend neu hier, also bleib lieber unten. Warum? Weil Boos oben sein Zimmer hat und Alistair passt drauf auf. Erst letztens hat irgendwer versucht, das Zimmer von Boos zu plündern. Das war eine ganz schlechte Idee. Natürlich. Das müssen wir auch noch machen. Und was machst du hier? Ich bin Elia. Ich brenne Schnaps. Kennst du Rezepte? Klar. Natürlich nicht alle. Momentan versuche ich mich an Bloody Mary. Mhm. Das ist harter Stoff. Welchen Effekt hat Bloody Mary? Wenn du am Boden bist, gibt's nichts Besseres. Das Zeug baut dich wieder auf. Lass es einfach wirken. Kann ich einen haben? Geh zu Boos. Kannst du mir das Bloody Mary-Rezept besorgen? Die wichtigste Zutat ist die Blutwurzel. Wenn du mir 10 davon bringst, kriegst du das Rezept. Okay. Na toll. Ich bring dir die Wurzeln und dann stehe ich mit leeren Händen da. Hey, nichts ist umsonst. Aber du musst nicht alles sammeln. Ich habe meine Quellen. So, so, seine Quellen. Woher kriegst du die Wurzeln? Ich habe da einen Deal mit Colby laufen, einer von den Wasserträgern. Er besorgt mir Blutwurzeln und ich lasse dafür rumspringen. Aber er hat sich schon länger nicht mehr sehen lassen. Er hält jetzt Wache am Tor. Ach so, du kannst ihn ja mal fragen. Vielleicht hat er ja noch welche für dich. Ja, könnte ich machen. Habe ich nicht schon 10 Blutwurzeln? Wir haben doch so viel Zeug eingesammelt. Bloody Mary, nach einem richtig schlechten Blutregeneration 100. Ah, deswegen auch Bloody Mary. Ja, 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 ja. Blutwurzel, fehlt nur noch eine. Okay, ja, vielleicht finden wir die. Hier ist Alistair. Bevor ich mit ihm spreche, würde ich nochmal speichern. Können wir uns hier vielleicht reinschleichen? Hey, was hast du vor? Nix. Nee, wir können uns da nicht reinschleichen. Schade.
Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich bringe neuen Zucker. Ah, Zucker. Noch ist das einfacher Zucker, aber schon bald wird er brennen. Und dann machen wir daraus flüssiges Gold. Und noch was. Du hast uns zwar den Zucker gebracht, aber das heißt nicht, dass du machen kannst, was du willst. Warum nicht? Du darfst hier oben sein. Aber geh nicht ins Zimmer von Buß. Ich muss da rein. Erwische ich dich da drin, gibt's einen Satz heiße Ohren. Ich muss da rein. Wie genau wird rumgebrannt? Das will jeder wissen. Und viele haben's probiert. Es war die Zeit der explodierenden Kessel. Seitdem sind wir vorsichtiger geworden. Nur wenn du wirklich bereit bist, kannst du unser Handwerk lernen. Woran merke ich, dass ich bereit bin? Wenn du dich von 1000 Goldstücken trennst, dann bist du wirklich bereit. Ach cool, man kann tatsächlich auch Schnapsbrennen lernen, da braucht man aber Härte für. Und ja, mit dem Explodieren ist das so eine Sache. Das ist genau wie bei 1800, da explodieren auch ständig die Schnapsbrennereien. Wenn man Pech hat. Kann ich den mitnehmen? Danke. Oh, was haben wir denn noch hier oben? Kommen wir irgendwie in Boosts Zimmer rein? Ein Hut! Was macht der Hut? Kopf. Einschüchtern plus 3. Kugelfest 3, kugelsicher 3. Ich glaube, den würde ich gerne nehmen, den Hut. Ach, das ist ja cool. Wir werden immer mehr zum Piraten. Ach, und da ist Alistair. Ach, hier sind wir wieder. Mhm. Ist klar. Alles klar. Jetzt noch irgendwie... da das Zimmer kommen könnten. Der besäuft sich gerade. Der kriegt doch nichts mehr mit, oder? Hey, was hast du vor? Ach, verdammt. Kommt man da noch irgendwie anders rein? Hey, was hast du vor? Die noch irgendwie ablenken könnten. Das wäre echt hilfreich. Oh. Grog-Proviant und Gold nehmen wir doch gerne. Wie viel Gold fehlt uns noch? 542. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um die Blutwurzel. Einmal zum Tor, bitte. Ich hörte, du sammelst Blutwurzeln. Jetzt nicht mehr. Hast du welche? Für gewöhnlich lasse ich mir die mit Rum bezahlen. 3 Wurzeln für eine Flasche. Ich gebe sie aber nur alle auf einmal raus. 3 Rum für 9 Wurzeln? Nee. Nee. Dann gucken wir jetzt nochmal... was ist eigentlich da? Da waren wir doch auch schon mal drin. Da war, glaube ich, nichts weiter. Ich meine, da wäre noch eine gewesen am Wasser. Ja, ich glaube, am Wasser war noch eine. So, du hast uns also Verstärkung besorgt. Ei. Das wurde auch Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr auf Verstärkung angewiesen seid. Hey, wenn mehr Leute am Tor sind, können wir uns öfter abwechseln. Schon klar. Und ihr habt mehr Zeit zum Saufen. Genau so sieht's aus. Übrigens, dass du den jungen Colby angeschleppt hast, war gut. Der kann hier noch einiges lernen. 26 Ruhm. Na, immerhin. Immerhin. Dann gehen wir nochmal zum Wasser. Ich meine, da wäre noch eine Blutwurzel gewesen. Kann mich da aber natürlich auch täuschen. Aber ich glaube, da war wirklich noch eine Pflanze, die ich nicht eingesammelt hatte. Sollen wir mal gucken. Da. Es ist eine Blutwurzel. Ha. Genial. Dann können wir jetzt lernen, wie wir Bloody Mary machen. Und vielleicht können wir ihn dann irgendwie ablenken. Ich bin faul. Schnellreise. Ach,
liebe Schnellreise. Hey, 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 warte mal. Was trägst du denn da für einen Hut? Das ist mein Hut, mein Glückshut. Aha. Den habe ich gefunden. Und ich habe ihn verloren. Also, gib mir meinen Hut zurück. Ja, Gold nehme ich immer. Was zahlst du denn? Ein Finderlohn steht mir ja wohl zu. Ha, dir steht gar nichts zu. Gib mir meinen Hut. Nö, das ist dann jetzt meiner. Der Hut gehört jetzt mir. Dann kämpf mit mir darum. Auf geht's. Kämpfen wir. Dann mal los. Aber er hat ja schon sein Wort gehalten, Morris. Wenn ich den finde, der meinen Hut trägt oder meine Klamotten hat. Alles für einen Hut. Oh yeah. Questerfolg. Kampf um den Hut. Sehr schön. So, dann hier einmal nach oben. Moment, wo war die Treppe? Das ist erbärmlich. Ist es das? Gerade wieder blind? Ja, natürlich, die Treppe war ja auch nicht drin, sondern draußen. Oh, da ist eine Kiste. Die gar nicht, habe ich gar nicht gesehen. Doch, schade. Dann habe ich sie halt nur heute nicht gesehen. Oh, da ist keiner. Eine Karaffe. Ah, eine verschlossene Kiste, schade. Halt, nein, nicht schlafen, nicht schlafen. Ah, die Kiste ist zu. Ah, wir müssen echt Schlösser knacken lernen. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein Dieb sein. Also, sehr gut, so habe ich jetzt ja auch geskillt. Das macht schon Spaß. Ist jetzt schlau war. Yes. Nicht schlecht. Das sollte uns jetzt einiges an Gold bringen. Ich sollte doch hier oben sein. Das werden wir jetzt nochmal eben veräußern. Vielleicht reicht es ja tatsächlich auch, um entsprechend weiter zu leveln. Wo ging's denn hier nochmal weiter? Irgendwo ging's doch hier weiter. Hier ging's weiter. Für Taschendiebstahl. Das ist ja so das nächste, was wir brauchen. Deine Ware. Zeig mir deine Ware. Verkaufen. Den Speer werde ich, glaube ich, verkaufen. Das Kopftuch können wir mittlerweile eigentlich auch verkaufen. Ja, der Hut sagt mir mehr zu. Fluchstein. Plus 5 Totengold, plus 10 Magie. Dann haben wir den denn eingesammelt. Fluchsteine können sehr unterschiedlich aussehen. Dieser hier ist aus Jade. In seinem Inneren ist eine Flüssigkeit eingeschlossen. Ach, das wäre für später wahrscheinlich gut, aber jetzt brauchen wir unbedingt Gold. Genau deswegen wird auch das Stammeszeichen abgegeben und auch der Ring des Inquisitors. Wir brauchen jetzt echt Gold, um ein bisschen zu skillen. Könnte auch total blöd sein, das zu tun. So, Plunder. Auf jeden Fall die Leuchtkugeln alle weg.
Zack, die 1000 haben wir. Dann die Perlen weg. Die Schale, Kerzenleuchter, Karaffe, silberner Teller und die Pokale. Jawohl, 1777. Fantastisch. Fantastisch. Ja, und ne, da wir ja schon so ein großer Dieb sind, so, werden wir jetzt Taschendiebstahl lernen. Zum einen, um mit der Quest voranzukommen, zum anderen, weil das auch sehr spaßig klingt. Je nachdem, wie es umgesetzt ist, könnte es auch sich als total doof herausstellen. Aber ich denke mal, dass wir da Spaß mit haben werden. Ah ne, der war ja hier. Largo. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles ein... So, und jetzt hätte ich ganz gerne... Oder Schlösser knacken erstmal. Ja, es fehlt nicht mehr viel Gold. Wir machen erstmal den Taschendieb. Ich will ein guter Taschendieb werden. Ha, da hast du ja noch einiges vor dir. Ein guter Taschendieb kann seinem Opfer das Kissen unter dem Hintern wegmopsen. Aber du kannst mit einfachen Sachen anfangen. Wichtig ist, dass du dein Opfer ablenkst. Und ein bisschen vorsichtig solltest du natürlich auch sein. Um besser zu werden, musst du mehr über die Diebeskunst lernen. Okay. Gelernt, Taschendieb. Später. Wie komme ich an die Perle? Okay, pass auf. Du gibst dem Typen einen Grog aus. Und wenn er ihn trinkt, greifst du an sein Ohr und ziehst die Perle raus. Wenn du vorsichtig bist, merkt er nichts. Das soll klappen? Die Perle geht ganz leicht raus, glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich das Ding jahrelang getragen. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen den Hut zurückkaufen. Das war nicht gut. Den Hut, wir müssen ja alle Klamotten beisammen haben und wenn ich die Mütze bei ihm verkauft habe, ist das natürlich irgendwie so ein bisschen unpraktisch. Das sollte ich noch eben tun. Und das wäre dann auch das Letzte, was dann heute passiert. Dann werden wir den Taschendiebstahl dann das nächste Mal ausprobieren. Außerdem müssen wir Captain Schwarzbart ja auch noch sagen, dass wir sein Zeug, also sein Rumvorrat und Taschendiebstahl versuchen. Diebeskunst 25. Moment. Zeig mir deine Ware. Er hat auch Salz. Talentschmutzige Krips. Ah, das muss man dann tatsächlich ausrüsten. Okay. Zurückkaufen. Das Kopftuch eines Piraten muss ich wieder zurückkaufen. So, dann speichern wir noch einmal und jetzt muss ich das mit dem Taschendiebstahl doch einmal ausprobieren. So gut bin ich auch nicht. Verdammt. Okay. Wie gut sind wir denn? Talente. Diebeskunst 20. Wir müssen aber auf 25 kommen. Okay. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann zumindest wieder.